6, 9, Pro! Was geht ab, Leute? Heute ist es mal wieder soweit. Es gibt einen neuen Stadion-Vlog und für mich geht's heute zum ersten Mal nach Frankfurt zur Eintracht. Einige von meinen Kumpels sind schon lange Frankfurt-Fans, sind fast jede Woche dort und berichten immer von der herausragenden Stimmung. Ich nehme euch heute mit und überzeuge mich selbst davon, wie krass Frankfurt ist. Es ist ein Euro Conference League Playoff-Spiel gegen den belgischen Meister Royal Union Saint-Gilloise oder so. Royal Union Saint-Gilloise. Keine Ahnung, wie man den Verein ausspricht. Hat letztes Jahr auch gegen Union Berlin und Bayer Leverkusen gespielt. Von dort kommt Boniface, der jetzt in Leverkusen spielt. War dort auch Torschützenkönig der Euroleague. Und heute gibt es definitiv eine Entscheidung. Es ist ein K.O.-Spiel. Zur Not wird im Elfmeterschießen entschieden, wer weiterkommt. Ich drücke natürlich der Eintracht die Daumen, mache mich jetzt fertig und nehme euch mit ins Stadion. Viel Spaß! Nenne die ersten drei Dinge, die dir zu Eintracht Frankfurt einfallen. Drei Dinge, die mir zu Eintracht als erstes einfallen. Einmal die Aktion in Barcelona, das war einfach krass, was die Fans dort gemacht haben. Sie haben das ganze Stadion übernommen mit 30.000, 40.000 Leuten, keine Ahnung wie viele dort waren, aber habe sowas vorher noch nie erlebt, echt Respekt. Dann als zweites Kevin Prince Boateng auf dem Rathausbalkon bei der DFB-Pokalfeier den Bruder. Satz Bruder schlagt den Ball lang. Ich habe mich kaputt gelacht, fand ich mega witzig, auch legendär. Und Vega, ich finde, es einer der besten Rapper, der so nah an einem Fußballverein dran ist. Meistens sind die nicht ganz so stark, aber den Typ feiere ich echt. Geschafft. Ich bin vom Stadion, bin noch etwas früh, die Anreise war so entspannt, perfekte Parkplätze gefunden, dass ich gar nicht so viel Zeit gebraucht habe, wie ich ursprünglich geplant hatte. Egal, mein Tipp für das Spiel ist ein 3:1 für die Eintracht. Die rocken das Ding heute, kommen eine Runde weiter, bin ich mir komplett sicher. Müsste ungefähr genau hier sitzen. Bin jetzt hier auch an meinem Platz. Das Stadion ist noch relativ leer, haben noch gut anderthalb Stunden Zeit. Ein paar Gästefans sind schon da aus Belgien, aber das Stadion hat mich echt beeindruckt. Sieht richtig cool aus und ich habe Bock auf das Spiel. Chili Cheese Pommes 9 von 10, extrem gut. Hotdog 7 von 10, war okay. Hotdog. Ist schwer zu beurteilen. Toni Kroos ist zurück in der Nationalmannschaft. Meiner Meinung nach eine gute Entscheidung. Einer der besten deutschen Mittelfeldspieler aktuell und kann für beide Seiten nochmal ganz gut werden. Wir begrüßen unsere Mannschaft von dass sehr viele von euch keine Abonnenten sind. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, macht die Glocke an. Ich werde sehr viele Spiele noch für euch besuchen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, welches Stadion ich als nächstes besuchen soll, zu welchem Verein ich gehen soll. Würde mich echt freuen. Heute siegen ein
kurz vor dem Anpfiff brennen die Fans von Royal Union erste Bengalos ab. Los geht's! Da ist die Chance für die Eintracht. Tor 1:0. Nein, leider hebt der Linienrichter die Fahne. Das Spiel ist zwar nicht so gut, dafür die Stimmung umso besser. Auch die Gästefans machen gut mit. Halbzeit. Beide Mannschaften spielen noch sehr abwarten. Keiner will einen Fehler machen. Ich denke, wenn ein Tor gefallen ist, wird es dem Spiel definitiv gut tun. Ich tippe, dass die Belgier in Führung gehen und dann Frankfurt noch drei Tore macht. Dann würde man in 3-1 kommen. Mal sehen, ob das passiert. 1-0 würde auch schon reichen. Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte geht Royal Union in Führung. Und das 2:0. Ich glaube, das war's für die Eintracht. Oder doch nicht. Das ist der Anschlusstreffer in der 87. Minute. Geht noch was für die Hessen. Glückwunsch an dieser Stelle und für die Frankfurter heißt es jetzt voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Hat Spaß gemacht hier zu sein, geiles Stadion, geile Fans, geile Stimmung, ich werde definitiv wiederkommen.